Guten Tag und herzlich willkommen bei Insolvenzrecht Dresden TV. Der Kanzlei Ulrich Orion. Pressemitteilung. Die Restschuldbefreiung ist auch trotz Obliegenheitsverletzung möglich. Die Nichtangabe eines Zusatzverdienstes ist heilbar, wenn der Treuhänder freiwillig informiert wird und pfändbare Beträge nachgezahlt werden. Rechtsgrundsatz. Die Restschuldbefreiung kann nicht abgelehnt werden, wenn der Schuldner den Nebenverdienst während der Wohlverhaltensperiode zunächst verschweigt, jedoch später den Treuhänder unterrichtet und pfändbare Beträge nachzahlt. Bundesgerichtshof, Beschluss 18.02.2010, Aktenzeichen, Römisch 9, ZBI, 211-09. Sachverhalt. Der Schuldner befindet sich in der sechsjährigen Wohlverhaltensperiode. Im November 2007 nimmt er neben seiner Berufstätigkeit für 10 Monate zusätzlich einen 400-Euro-Job auf. Erst im November 2008 macht er der Treuhänderin Mitteilung. Eine Gläubigerin beantragt im Februar 2009 die Versagung der Restschuldbefreiung. Amtsgericht und Landgericht geben dem Gläubiger Recht. Der Bundesgerichtshof gewährt dennoch die Restschuldbefreiung. Rechtsgründe. Gemäß § 295, 1, Nummer 3, 2. Insolvenzordnung, muss der Schuldner einen Wechsel der Beschäftigung unverzüglich anzeigen. Der Wortlaut erfasst aber keine Neuaufnahme einer Beschäftigung. Eher kommt das Verheimlichen von pfändbaren Bezügen nach § 295, 1, Nummer 3, 3. Insolvenzordnung in Frage. Entscheidend ist nun, ob der Obliegenheitsverstoß nachträglich beseitigt werden kann. Dies ist zu bejahen, wenn die Offenbarung durch den Schuldner erfolgt, bevor ein Gläubiger einen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung stellt. Rechtstipp. Während der Dauer der Entgeltabtretung von 6 Jahren sollte sich der Schuldner regelmäßig die Vorschriften der Insolvenzordnung über die Restschuldbefreiung anschauen und sich gegebenenfalls beraten lassen. Den vollständigen Text und Links finden Sie unterhalb des Videos. Möchten Sie regelmäßig über neue Pressemitteilungen informiert werden? So abonnieren Sie doch einfach unseren Videokanal. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressemitteilung und auf Wiedersehen.